Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK! Hallo und herzlich willkommen und ja, wir sind unanständig. Wir sind unanständig, liebe Freunde. Nein, Hildi ist sonstig natürlich nur. Ja, so ein bisschen die Sonnenbräune des Sonnenstudios ein bisschen rausnehmen hier. Und oh. Doch, wir haben Gesundheit. Aber was ist dieses komische... Ich habe gerade gesehen, rechts... Dieser Pfeil mit diesem Kreuz, was bedeutet das? Den haben wir hier gar nicht. Na gut, ist ja auch egal. Jedenfalls, liebe Freunde, Hildi möchte nicht mehr sonnenbankgebräunt sein. Ja, sondern Hildi möchte... pure Natur spüren. Nein, Quatsch. So, jetzt ist aber Schluss hier mal. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. So, Tür haben wir offen gelassen in der letzten Folge. Ja, in der letzten Folge... haben wir den Versuch unternommen, zu diesem Obelisken da drüben zu kommen? Ich möchte betonen, wir haben den Versuch unternommen. Ja. Und sind kläglich gescheitert, liebe Freunde. Kläglich. Uah. Ja, Schildi, bist du immer noch da? Hallo? Hallo, Schildi? Unsere liebe, gute Schildi. Ja, ja. Die wartet auf uns. Das ist unser kleiner Wachhund so ein bisschen, ne? Ach, jetzt schaut euch das doch mal bitte an hier. Wenn das mal nicht schön ist. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber trotzdem. So. Jetzt müssen wir mal schauen hier, ob wir hier auch rüberkommen. Ich glaube es nämlich fast eher mal nicht, liebe Freunde. Ja, und ich musste jetzt vor kurzem lachen. Ich habe mir gerade, oder was heißt vor kurzem, gerade eben, ich habe mir nämlich mal durchgelesen, also einen Kommentar durchgelesen, und da stand unter einem Video Love, Hashtag No Homo. Fand ich sehr lustig, weil, ganz ehrlich, liebe Freunde, ihr könnt doch gerne Love unten drunter schreiben, ja? Hashtag nur Homo. Das ist klar, wenn mir so ein... Du, du Liebe! Entschuldigung! Wenn mir so einer... ja, ein Zuschauer drunter schreibt Love, dann nehme ich das natürlich... ja, nicht so als Homo oder so, sondern... das ist klar, ne? Nee, aber könnt ihr ruhig drunter schreiben. Damit das auch nochmal sicher ist und andere Leute, die einfach nur vorbeischauen... das auch wissen. Nein, Quatsch. Also ganz ehrlich... Nichts gegen Leute, die andere Leute lieben. Ja, das ist immer relativ offen. Und, ey, geil, ich habe eine Dodo-Farm gefunden, sehe ich gerade. Männlicher Dodo ist paarungsbereit anscheinend. Komm, zack, Dodo-Liebe. Nummer eins, dass die anderen nicht wegrennen. Verstehe ich nicht. So, zweimal Leder, sehr gut. Alter, wo kommst du denn her? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Wild männlicher Pteranodon. Siehst ja auch komisch aus. Ey, hast du schon mal in den Spiegel geguckt oder was? Boah. Achso, du warst der, der hinter mir gespawnt ist. Alter, was sind denn? Wie viele Viecher sind denn hier bitte? Da musst du echt aufpassen, dass du hier nicht dem Falschen über den Weg läufst. So, Dodo haben wir hier... Oh, oh. Habt ihr es gerade gesehen, wie er gerade einen abgelassen hat? Sehr schön. Dodo-Liebe! Dodo-Liebe! Was? Dodo-Liebe! Alter! Dodo-Liebe! Level 14? Ja, der muss jetzt aber was bringen hier. Komm. Ja, zwei Leder, ey. Ganz ehrlich. Ah, zwei Leder. Komm. Dodo-Liebe! Dodo-Liebe! So. Voll die dramatische Musik im Hintergrund. Ja, rohes Fleisch braucht doch keiner. Mann. So, nächster. Dodo-Liebe, Dodo-Liebe. Ja, für die Leute, die sich jetzt fragen, warum kill ich Dodos, die sich nicht wehren. Erstens, weil ich's kann. Ja. Und zweitens, weil wir... Nein, unser Speer. Komm hier, den machen wir so kalt. Den machen wir so kalt, komm her. Bam. Bam. So. Und zweitens, weil wir Leder brauchen.
Denke ich jetzt mal. Kann ich mir so vorstellen. Oder? Brauchen wir Leder? Eigentlich ja, oder? Jetzt haben wir genug Leder, aber keine Fasern. Ach, Mann. So, dann kurz mal hier. Zack. Ja, liebe Freunde. Und ich habe mir... Oder ich habe auch einen Kommentar bekommen unter einem Video von... Ich weiß gar nicht, Just Cause oder... Weiß ich jetzt gerade gar nicht, welches Video das jetzt war, ist ja auch egal. Jedenfalls hat da jemand ja meine Endcard bemerkt. Meine Endcard. Ja, die ich immer so ein bisschen erstelle, natürlich noobhaft und so. Und ich weiß, alle Leute können das besser. Ja, Hashtag Lobob und so. Aber ist schon mal schön, dass jemandem aufgefallen ist, dass da noch ein bisschen weitergeht nach dem Ende des Videos. Und ja, dann habe ich aber gesehen, bei vielen anderen YouTubern ist es so, dass die ja einen Anfangstrailer haben. Also bevor die Folge startet, gibt's bei denen Anfangstrailer, wo die ja total mitreißende Musik, ja, und dann kommt der Name. Also finde ich jetzt nicht schlecht, aber wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, weil ich finde das eigentlich am Ende, finde ich das geiler, ja. So nochmal so zum kurz Nachdenken, was so passiert ist in der Folge, fand ich eigentlich, oder finde ich persönlich geiler. Aber gut, das ist vielleicht jedem selber überlassen. Aber ich glaube, sowas wird es bei mir nicht geben, auch solche Eingangstrailer oder Eingangssequenzen, wo dann so Dubstep-Musik kommt, ja. Total wild und hektisch und so weiter. Das finde ich ganz gut. Bei Leuten, die das gut finden. Nein, aber das finde ich relativ... Also es ist in Ordnung. Ich akzeptiere es. Bleibt mir auch nichts anderes übrig, ne? Aber, ja, mein Ding ist es nicht. Und das wird es wahrscheinlich bei mir auch nie geben. Jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster raus und sage, das wird es niemals geben. Aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wird es das doch geben. Aber zumindest jetzt nicht in naher Zukunft. So, einen Speer. Und ja, das ist jetzt so bei YouTube mittlerweile so ein bisschen gängige Praxis, möchte ich sagen. Weil, zumindest was ich so gesehen habe... Lass mal schauen, kurz Nahrung brauchen wir, müssen wir was essen, okay. Was ich so gesehen habe, ist genauso wie dieses komische... Also ist so neumodisch jetzt, ja, ist genauso wie dieses komische YouTube-Regal. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass... Ja... Sogar auch Gronkh und die ganzen anderen YouTuber, wie sie alle heißen mögen, die haben das alle. Ja, das ist so ein scheiß Regal, so ein von Ikea, würde ich jetzt mal sagen. Oh, Schleichwerbung, Produktplatzierung. Ja, und die haben das im Hintergrund einfach stehen. Und wo ich mir so denke, okay, ist eigentlich ein netter Hintergrund, aber das hat mittlerweile jeder, ja. Und da platzieren sie dann, wer weiß, keine Ahnung, Gegenstände, die über sie etwas aussagen sollen. Okay, aber was bist du denn? Ah, Kothaufen, okay. Und ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so prall. Vielleicht komme ich aber auch dazu. Kann auch sein, dass das dann irgendwann mal, wenn ich mal mit Cam zocke und so, habe ich jetzt eigentlich noch nicht geplant, aber falls das irgendwann mal kommen sollte, dass ich mir dann auch so einen regalen Hintergrund stelle. Das, ja, kann man ja machen, sage ich mal, aber... Was bist du denn? Was? Boah, was? Lauf, lauf, lauf! Hildi, lauf! Lauf, 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 lauf! Scheiße, 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 scheiße! Boah. Was? Nein! Alter! Kommt da hinterher? Hilf mir! Was ist das? Ein Riesenkrokodil! Was? Der rennt auch weg? Okay, wenn der schon wegrennt, sollten wir auch wegrennen. Ja, scheiße, wir kommen hier nicht rüber, wollte ich bloß mal so sagen. Was? Nein, ich bin zuerst, lass mich... Alter, lass mich durch, ich bin hier zuerst lang. Ja, habe ich gleich einen Angstschiss, haben wir gleich gesetzt hier. Noch nicht bereit zum Death, wisst ihr Bescheid, ja? Komm ich... Der rennt immer noch weg. Sehr gut. Ja, da komme ich auch nicht hoch, ne? Ah, das ist doch kacke hier. Jetzt komme ich da nicht vorbei, weil der das blockiert. Das ist natürlich super. Hm. Scheiß Krokodil, wenn ich da einfach vorbeirenne. Ich könnte auch eigentlich nur vorbeirennen. Aber nicht, dass dann der nächste Typ da hinten um die Ecke wartet.
Alter, da ist der Nächste. Was ist denn hier los? Darfst nicht reingehen. Darfst nicht in die Mitte zur Insel gehen. Ist nicht erwünscht. Scheiße. Was machen wir denn jetzt, liebe Freunde, hier? Guck mal, da drüben ist Strand. Wenn ich jetzt einfach hier vorbei renne. Komm, wir rennen einfach vorbei. Todesmutig. Lauf, Hildi, lauf! Das ist auch so eine Echse noch. Ah, Alter! Die sehe ich. Da ist noch. Alter, ich weiß hier nicht, wer nett ist und wer. Okay, da ist so eine kleine Echse. Da gehen wir mal lieber hier lang. Ey, hier sind so viele Viecher unterwegs. Das ist ja. Unglaublich. Ich habe so ein bisschen Angst hier. Kannst du hoch? Oh, Sumpfgebiet. Das hat. Sumpfgebiet, okay. Wollen wir uns mal rantrauen, liebe Freunde? Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Wollen wir einfach hier. Der Wasser. Was? Was? Nein, ich benutze die, um zu sterben. Alter, was für ein Level? Was für ein Level? Nein! Level 1. Alter, nein! Nein! Warum? Was? Und wir haben noch nicht mal einen Schlafsack! Warum nicht? Wo ist unser Schlafsack? Nein, liebe Freunde! Nein! Alter, und wie weit hat er uns bitte gesehen? Oh, scheiße! Westzone 1. Dann sind wir gleich beim Obelisken. Ich habe Angst, liebe Freunde. Westzone 1, oder? Ja, komm, hier. What? Es ist schon wieder hier. War hier nicht diese böse... Hä, wo sind wir? Ja, super. Da ist der Obelisk, da wollen wir eigentlich hin. Wir sind jetzt gerade auf der anderen Seite gespawnt, das ist gut. Jetzt wird's aber Nacht. Oh, ich habe mich gerade vor dem Stein erschreckt. Ja, Problem ist, dass wir wieder gar nichts haben. Also, ne, mit gar nichts meine ich überhaupt nichts. So eine Scheiße hier. Ja, uns wird uns bestimmt gleich wieder kalt. Da können wir auch nichts gegen machen. Da müssen wir dann wieder am Lagerfeuer... Ach, das ist doch alles ver... Scheiße, liebe Freunde. Das tut mir echt leid. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Aber was willst du machen? Clotilde ist erst Level 8. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht hier. Was brauchen wir hier? Holz und Reisig brauchen wir. Reisig, wo kriege ich Reisig? Also Holz kriegt man her, da können wir hier einfach... Ich habe so ein bisschen Angst. Bam, bam. Komm, gib mir einen. 30, okay. Ich will Holz. Sehr schön. Ich glaube, da hauen wir uns jetzt hier ein bisschen ein, ne? Was? Reicht immer noch nicht. 30, 10 Stück brauchen wir. 10 Stück! So, jetzt haben wir noch ein bisschen was. 3, okay. 3 30. Ich weiß gar nicht, wie weh tut uns das eigentlich? Hildi ist wieder in ihrem Adamskostüm. Sehr schön. So, können wir das jetzt... Ja, sehr gut. Brauchen wir das und ein Speer. Alter, ich höre schon wieder Laufen hinter uns. Nee. Oh. So, haben wir das hier? Zack. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Ganz wichtig, sonst... Ist uns kalt und was brauchen wir dafür? 16 Stein, liebe Freunde. Und 30 brauchen wir. Okay, also fangen wir mal an hier. Zack, Stein, Stein, Stein. Nee, okay. Stein, 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 Stein. Komm, Stein, 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 Stein.
Ach, das tut mir leid, liebe Freunde. Das tut mir wirklich ganz so leid. Das war nicht so geplant. Aber wieso ist denn das so verdammt gefährlich, bitte hier irgendwo anders hinzugehen? Verstehe ich nicht. Oder was? Level 4. Ich glaube, das waren wir. Was ist das? Was bist du denn? Alter! Ich werde nochmal verrückt. So, wie viel Stein haben wir jetzt? Für das Lagerfeuer. Stein haben wir genug. Feuerstein brauchen wir und 30 brauchen wir. Okay, das heißt, wir müssen mit unserer Axt mal kurz hier antippen. Zack, zack, zack. Feuerstein haben wir, glaube ich, jetzt genügend. Und 30 müssen wir einfach hier bloß... Ja, lass mich doch mal durch hier. So, das hier, zack. So, ich glaube, 30 haben wir auch... Achso, wir müssen ja brauchen auch was zum Brennen, ne? Ja, stimmt. So, liebe Freunde. Ach ja. Ach so, weil ich gerade vorhin beim Gronkh kurz war. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wisst, liebe Freunde. Und das wird wahrscheinlich auch die Information schon ein bisschen veraltet sein, wenn ihr dann das hier schaut, dieses Let's Play. Aber er hat wieder angefangen, Minecraft zu spielen. Ja, man höre und staune. Es nennt sich aber nicht Minecraft, sondern... Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Es nennt sich auf alle Fälle nicht Minecraft, es nennt sich Wild Forest oder so ähnlich. Ja, und das ist, Tut mir leid, ich kann gerade nicht reden, das ist so schön. So, ja, liebe Freunde, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass er wieder angefangen hat, Minecraft zu zocken. Und ja, es ist eigentlich geil. Also, er hat dann erstmal wieder klargestellt, was er alles nicht haben möchte oder nicht haben möchte, etc., bla 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 und so weiter. Aber ich denke, das ist längerfristig angelegt und das ist eigentlich richtig geil. Ja, also ich habe das ja immer mit genossen und geschaut, eigentlich die ganzen Dinge. Und schon über Jahre hinweg bin ich ja da schon dabei beim Zuschauen. Und ich muss sagen, ja, er hat einfach eine Stimme, die, ja, da hört jeder gerne zu. Sagen wir es mal so. Ja, das ist nun mal Fakt. Und er macht es auch sehr gut, wie ich finde. Habe ich gerade gepfiffen? Ja, geil. Okay, also wir entdecken immer noch neue Funktionen hier. So, schauen wir mal kurz. Was? Oh oh, schon wieder hier. Was macht der? Kann ich den attackieren? Aber der ist Level 6, ich habe so ein bisschen Angst. Komm. Ah, der haut ab, das ist sehr gut. Warum kann ich den nicht... Alter! Okay, also kann man anscheinend nicht attackieren, großartig, schade. Ich möchte eigentlich noch einen Speer jetzt bauen, dann können wir eigentlich schon weiter wieder. Holz und Fasern. Okay, 6 Holz und 2 Fasern. Das dürfte machbar sein. Oh, 30, 30. Ja, komm, gib mir Holz. Ich möchte... Ach, Holz will ich haben. Gib mir doch mal Holz. Einmal Holz, na super. Zweimal Holz, sehr gut. Und jetzt ein paar Fasern hier. Sehr gut, das müsste reichen. Nee, reicht nicht. Ach, wir brauchen Holz. Ach, verdamm ich doch mal hier. Aber ich glaube, mit der Spitzhacke kriegen wir nur Reisig und kein Holz, ne? Das ist... Ah. Muss man erst wieder so eine komische Axt bauen. Hildi. Steinball. So, bauen wir jetzt eine Steinaxt, also so eine Axt. Zack. Und jetzt können wir Holz abbauen. Bam, 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 bam. Sehr gut. Ein bisschen Angst hier. So, jetzt müssen wir eigentlich genug Holz haben, aber jetzt haben wir bestimmt wieder zu wenig Fasern oder sowas. Ich kenne das doch hier. Feuerstein. Was? Hä, wir haben doch aber... Haben wir nicht...
genug. Nee, Feuerstein müssen wir. Okay, das ist ja machbare Aufgabe, ne? Ach, hier ist noch so ein Ding hier. Level 12. Na, 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 na. So. Also, wir stellen es mal lieber neben das Feuer. Und machen einen Speer. Sehr gut. So, und dann haben wir schon wieder Hunger. Alter, was kommt? Oh. Hat gerade so ein bisschen Angst hier. Ja, ich bin mir nicht sicher. Die können wir, glaube ich, nicht essen, die Bären, ne? Oder, nee, die Blaubeeren. Ah, ich weiß es wieder nicht. Ich glaube, diese Blaubeeren kannst du nicht essen, ne? Ah. Dun, 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 dun. So, ein bisschen was gegessen. Aber wir haben immer noch Hunger. So, wo ist denn jetzt hier dieser komische Kriecher hin? Da würde ich den einfach mal... Hier ist er. Töten. Nein! Alter! Was? Was war denn das jetzt schon wieder? Tagebuch. Okay, jetzt haben wir den getötet. Einmal Fleisch, zweimal Fleisch aufgenommen. Zitin, was auch immer Zitin ist. So, und jetzt schön noch ins Feuerchen rein. Inventar öffnen und das Fleisch hier, zack. Wir haben nämlich sehr großen Hunger. Was können wir damit machen? Chitin oder wie auch immer, ein robustes und flexibles Material aus dem Exoskelett bekommt man hauptsächlich von toten Insekten. Okay, was können wir damit machen? Wissen wir nicht. Metall? Metallerz? Okay, ist auch okay. Alter, da drüben geht's ab, liebe Freunde. Mann, Mann, Mann. Was ist da drüben los? Jetzt, ich hoffe, ja, ey, man sieht überhaupt nichts hier. Verdammt. So, wie sieht's aus? Können wir jetzt hier so ein bisschen... Ach so, nee, hier, das wollte ich machen. Inventar öffnen. Gekochtes Fleisch, das wollte ich doch haben. Zack. Zack. Und jetzt schön schnabulieren. So, da haben wir dann beim... Wenn wir jetzt die Folge beenden, haben wir dann beim nächsten Mal eine gute Basis weiterzumachen. Da können wir dann nämlich wieder weitere 10 Meter gehen, bevor wir dann wieder umkommen. Ja, wisst ihr Bescheid. Gut, liebe Freunde, dann bedanke ich mich bei euch beim Zuschauen und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal, dann gehen wir wirklich zum Obelisken, versprochen. Und ich versuche auch nicht mehr zu sterben, auch versprochen. Alles klar, macht's gut, bis dahin, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, wie auch immer, einen schönen Morgen, was auch immer bei euch ist. Macht's gut, ciao, ciao. Color from my heart, everyone can dream.